Ich bin heute im Gefängnis mit Idizock gelandet und Leute, wir sind im Skibidi Toilet Knast. Wir müssen ausbrechen, wir müssen vielleicht sogar auch gegen die Skibidi Toilets kämpfen und was passiert, seht ihr gleich im Video. Lasst ein Like, wenn ihr mehr Aufnahmen mit Idi sehen wollt und viel Spaß, wir gehen rein, let's go. Yo, Denno, Alter, wir sind im Gefängnis. Bro, was geht denn hier ab? Ich glaube, die Skibidi Toilets haben uns eingesperrt, Mann, ich war ohnmächtig. Schau mal da hinten, der läuft gerade Patrouille. Alter, was ist das denn? Meinst du, wir können mit dem verhandeln oder so? Ey, Skibidi Toilet, lass uns raus. Hallo. Meinst du, dass wir mit dem verhandeln können, Mann? Der sieht ja gar nicht so aus. Ich glaube nicht, Bruder. Da oben, ich glaube, warte mal, wir können hier, glaube ich, ausbrechen. Wait, folgen wir. Ist das ein Lüftungsschacht? Können wir da rein? Ja, ich glaube schon. Lass mich mal gucken. Oh mein Gott. Er guckt gerade. Warte, ich gebe dir Deckung. Mach das Ding auf, Mann. Warte. So, oh, ich hab's aufgekriegt. Jawohl, okay. Weg hier. Aua. Warte. Geh da bloß nicht rüber, Bro. Ich weiß nicht, was das ist, aber das tut weh. Ich tritt da drauf, tut mir leid. Leute, lasst ein Like da, ich tritt da jetzt drauf. 3, 2, 1. Bro, du solltest da nicht rüber gehen. Du hast Damage genommen. Du hast Damage genommen, deine Lebensleiste. Ja, du auch. Hier. Oh ja, stimmt. Naja, cool. Ey, was macht hier Sonic? Ist es Sonic Skibidi Toilet? Okay, ich will lieber doch nicht mit dem reden. Ich glaube, der will dir was andrehen, Mann. Wir gehen jetzt einfach über diese Toiletten rüber. Let's go. Diese Energy-Dose geben. Nein. So, erstmal hier rumspringen, Alter. Wir schaffen... Oh! Nein, ich bin down. Der Profi, Digga. Warst du das, der gerade geschrien hat? Nee. Ah, das war ich. Nein, das war mein Charakter. Okay. Das warst du. Oh, okay. So, let's go. Bloß nicht das blaue Zeug. Das ist bestimmt von Sonic. Ich will nicht wissen, was für eine Flüssigkeit das ist, aber ich glaube, Sonic hat hier was hinterlassen. Wir gehen jetzt erstmal ganz schnell hier weg ich habe so ein ganz ungutes Gefühl, wenn du jetzt mal vielleicht, ich weiß nicht, ob du gut räumlich denken kannst, aber ich habe so das Gefühl, dass wir gerade in Richtung der Skibidi Toilet gehen. Bro, bist du hier irgendwo? Ja. Ich bin auf dem Weg. Ich habe gerade gedacht, deine Plattform, warum läufst du in der Luft? Aber ich habe die noch nicht geöffnet. Okay. Hey, das Titan Speaker Man in Blau ist Polizeiofficer. Okay. Also, aber die Frage ist jetzt, weil die Skibidi Toilet ist ja auch ein Polizeiofficer, ist der jetzt gut oder schlecht? Ich habe keine Ahnung, Bro. Vielleicht ist das auch ein Skin, den wir ausrüsten können. Also, wenn ihr wollt, dass wir das nächstes Mal benutzen, dann schreibt einfach mal TV Man in die Kommentare. Oder was? Das ist ja gar nicht TV Man. Das ist Titan Speaker Man. Titan Speaker Man. Ich sag's immer falsch. Wait. Dreh dich mal um, Alter. Siehst du die Katze? Hä? Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Aber das Meinst Ding ist du? An der Kette. Ah, man kann da nicht raufspringen. Ich hab's probiert. Nein, man springt da durch. Okay, dann lass uns weitergehen. Wir müssen nämlich hier richtig krass entkommen, weil die Skibidi Toilets, die lassen uns sicher nicht einfach so gehen. Wir wissen zwar nicht, was wir verbrochen haben. Oh, okay. Meint ihr, wir sollen da runtergehen? Weißt ich glaube, du gehst da runter. Ja, ich geh vor, oder? Ich geh vor. Okay, alles klar. Oh mein Gott! Lauf! Lauf, Kollege, komm rein! Komm rein, ich gebe die Toilette! Wir sind draußen! Oh Gott, hallo? Warte mal, was ist das gegen Zombies? Nein, ich will hier nichts gegen Zombies. Wir versuchen das hier einfach klappen und gucken. Lauf, Digga, lauf! Oh Gott, die Taschenlampe! Ich bin noch unten! Wo ist er? Ich höre ihn! Er läuft mit der Hand! Oh mein Gott! Hat er dich? Bro, ich bin oben! Ich bin oben, wo bist du? Komm, lauf! Wo lang? Hier oben aufs Rohr, du musst aufs Rohr hier hoch! Nein! Warte, er kommt hier gar nicht hoch, oder? Er kommt hier gar nicht hoch. Ah ja! Toiletten können ja gar nicht Treppen laufen, habe ich vergessen, Leute. Was hat das für ein Geräusch? Alter, Bro, da unten siehst du, da ist noch eine Toilette, die hat sich, glaube ich, übergeben oder die ist ausgelaufen. Hier sind sogar, warte mal, guck mal da drüben in den Gefängnissen. TV, Spider und was soll, ist das, eine Grimace-Toilette? Ich glaube, das ist eine Grimace-Skibidi-Toilet. Meinst du, das ist hier kein Gefängnis, sondern ein Experimentelles-Labor? Oh, das weiß ich nicht. Okay, Bro, aber nichts für ungut. Wir müssen hier jetzt echt mal rauskommen, weil Experimente hin oder her, hier will ich nicht sein. Ich auch nicht, Alter. Vor allem, was ist gerade mit dem Skibidi-Toilet passiert? Hast du den vermöbelt? Ich sehe den nicht mehr. Der ist einfach weg. Wenn er weg ist, ist das nicht gut. Es könnte sein, dass... Oh, vielleicht wartet er irgendwo auf uns, weißt du? Nein, der ist da. Okay. Ah ja, ich sehe ihn auch. Oh, das ist ein Zombie und der hat Leben. Also man könnte den theoretisch besiegen. Meinst du, wir sollen den besiegen? Ich glaube, wir hauen lieber ab. Es gibt einen Bosskampf später noch? Es kann halt echt sein. Wofür gibt es denn sonst eine Lebensleiste? Okay, diesmal springst du. Oh, okay. Und was ist da unten?
Okay. Hier ist nichts, alles cool. Okay. Och nee, Mann, wer war denn hier schon wieder auf Toilette, Mann? Ey, Bro. ID, Bro, das war's doch locker, du. Ey, yo, ey, weißt du was? Ich war das sicher nicht. Das war bestimmt hier der G-Man. Das ist bestimmt der hier. Das ist safe der hier gewesen. Oder warte mal, was ist denn das für eine... Du meinst also, die Toilette riecht wegen G-Man so. Ich sag, du warst das. Bin mir ja, ganz sicher. Also und ich hab keinen... Alter! Da warst doch du drauf, als wir hier reingekommen sind in den Knast. Nein, das ist Eistee. Das ist kein. Das ist so eine Art, wie ich Eistee koche, weißt du? Ja, ja, Leute. Hashtag ich weiß genau in die Kommentare, wenn ihr genau wisst, was Phase ist. Genau, Bro. Aber warte mal. Dieses Zeug ist ja giftig. Wenn es aus mir rauskam, wie ist das dann möglich, dass das dann giftig ist? Also, I don't know. Ich glaube, hier gibt es noch ein Geheimnis. Ich weiß auch nicht. Warte mal. Oh, hier stinkt's ja richtig, Alter. Das warst du aber, Denno, Alter. Bro! Safe, dieser grüne Rauch, der da rauskommt. Oh das mein warst du. Gott! Nein. Oh, Alter, ey, das ist das ja sieht wirklich sauber aus. So. Kann ich mich ducken? Ey, guck mal hier drüben rein. In der Toilette ist ein Loch. Was ist, was ist denn hier passiert? Oh, man kann es hier runtergraben, Bro. Oh, wow. Nimm die Schaufel. Oh, ja. Oben, wie in Minecraft. Wie in Minecraft. Let's go, runter. Okay. Ach, yes. Was? Was ist das? Alter, wo sind wir denn jetzt gelandet? Sind wir noch in dem Gefängnis, Mann? Bro, ich glaube, wir sind in den Katakomben. Ey, das erinnert mich so hart an alte Spiele, die ich gespielt habe. Und ich weiß, du darfst dieses grüne Zeug nicht berühren. Das ist sehr gefährlich. Oh, okay, ja. Also, oh wir müssen ja irgendwie jetzt raus aus dem Gefängnis. Aber dass das hier so weit runtergeht, puh. Ich hätte es nicht gedacht. Bro. Oh. Hier ist die Grimace Skibidi Toilet. Siehst du die Brücke da vorne? Siehst du auch die Risse in den Platten? Ja, ich sehe die Risse da in der Mitte. Seht ihr das, Leute? Da dürfen wir nicht drauf steppen. Meint ihr, ich kann... Warte mal, ich riskiere es, Bro. Ich versuche auf das Seil... Okay, es geht nicht. Es geht nicht. Er will den IQ-Move machen, aber nächster... Oh Gott. Okay, komm. Oh, ich hab's gehört. Ganz knappe Kiste. Direkt eingebrochen, nachdem wir da drauf gewesen sind. Was? Wir müssen in eine Toilette rein? Ist das dein Ernst? Ah, vielleicht ist das ja... Ey, Bro, ich glaube, dass wir hier Teile von gewissen Experimenten sind. Das ist gar nicht der Ausgang. Das ist vielleicht der Plan. Vielleicht wollen die uns ja hier hinlocken, dass wir dann irgendwie, uns freiwillig ergeben. Oder, I don't know. Ich weiß es nicht. Wir finden's mal raus, oder? Okay. Rein in die Wow. Hörst du das? Ist das... Was ist das für eine Musik? Was war das? Ey, Bruder, ich hab ernsthaft Angst. Wo sind wir hier? Das ist doch... Was ist das? Ist das... Ich will's nicht wissen. Wir sind gucken. In einer Toilette, denk dran, das ist die Spülung. Wir gucken. Ah! Ich bin runtergefallen. Bro, wir sind hier in einer Spülung drin, vergiss das nicht. Was ist das für ein Ball? Ich kann's dir nicht sagen, aber auf jeden Fall sieht er nicht gut aus. Und ich glaube, wir müssen einfach... Ey, bist du erwischt worden? Wo bist du? Hä? Was war das denn gerade? Oh mein Gott. Oh. Ich glaube... Oh, warte, ich verstehe, wo wir hinlang müssen. Weißt du was? Vielleicht gibt's ja ein Secret. Vielleicht gibt's ja hier unten ein Secret. Oh nein, gibt es nicht. Lauf, okay. Bro, lauf, Bro, oh, lauf, Bro. Ich laufe. Oh mein was? Gott. Was? Wie hast du das überlebt? Ich weiß es nicht. Ich wusste, ich dachte, es ist zu spät. Bitte, nein, Denno! Heidi! Schnell! Okay, ich bin wieder da, Alter. Oh, okay, mein hoch Gott. Hier. Das war so ekelhaft. Was? Hast du das gerade gehört? Wer hat hier gefurzt? Hast du das? Nee, nein, Bruder, ich doch nicht. Warte mal. Da ist die Spinnen-Skibidi-Toy. Oh, siehst mein du das? Oh. Ich höre es gerade auch. Okay, wir gehen einfach rein, wir gehen einfach rein! Hab ich gesehen! Nein! Oh Gott! Wo lang? Oh mein Gott! Yes! Hoch! Ja! Heidi, wo bist du? Bro, okay. Du musst bis nach hier oben laufen. Lauf bis nach hier oben. Hier, zu mir. Okay, da kommt gleich eine Kugel runter, Brudi. Oh mein Gott. Vorsichtig. Nein, nicht gut. Ich will dich nicht wegschieben, Alter. Kein Problem, ich bleib einfach auf dir drauf. Let's go. Wann kommt die Kugel denn? Ich hab sie kurz gesehen. Alles safe. Okay, entspannt. Du musst mich vorwarnen. Du bist höher als ich.
Du hast den High Ground. Jetzt okay. nicht mehr, aber was was ist das denn hier? Warte, respawn. Nee, Moment, das brauchen wir erstmal nicht. Wir müssen... Warte, kommt jetzt ein Bosskampf? Was passiert? Ich kann es dir nicht sagen, aber wir werden, glaube ich, gerade hochgefahren. Ja, Bruder. Ich bin wahrscheinlich in deiner Sicht unter dem Boden, oder? Ja, ganz klar. Ja. Okay, okay. Security Training. Warte, was? Was? Das TV! Alter, siehst du das? Yo! Das sieht aus wie so ein Skibidi-Toilet-Video. Ich glaub schon, Alter. Vielleicht die neueste Episode? Egal, wir müssen raus. Wir müssen uns fokussieren, ja. Bro. Vielleicht kann man den Schalter hier... Nee, kann man natürlich nicht. Okay, Bro, ich glaube, wir gehen hier links rein. Aber die Sicherheitskameras, das ist alles Teil des Plans. Die sehen uns. Glaub Warte mir. Warte mal. Was? Oh Gott, was ist denn hier los? Wow, Moment. Ich bin Moment. Unglaublich schnell, Mann. Wow, 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 wow. Und ich bin runtergefallen. Ich hab den Michael Jackson gemacht. Bei Waterfall. Schnapp den Energy, Bruder, und dann geht's rüber hier. Okay, ich trink den Supersonic-Modus. Let's go. Oh mein Gott, Alter, ist das krass. Rechts ist ein Secret, Bro, ganz sicher. Alles klar, ich bin gleich da. Vor mir nach rechts gehen, vor mir nach rechts gehen. Oh, okay. Was ist da hinten? Das ist ein Ei, das ist ein Ei. Oh nein, ich bin runtergefallen. Nein. Ey, ich komm da nicht hin, Mann, weil ich hab das erst zum Ende gesehen, Bro. Probier's nochmal. Komm, es lohnt sich, glaub mir, es lohnt sich. Vorsicht, Alter, beweg dich bloß nicht zu weit nach links. Du wirst sofort von den Dings rausfallen. Bist du da? Denno, du bist da. Ja, ich bin hier. Was ist das für ein... Sollen wir alle gleichzeitig drücken? Oh mein... Ich hab'n Skin freigeschaltet. Hey, Bro, was geht, Mann? Alles cool bei dir? Ich bin jetzt zu Sonic. Ja, jetzt warst du es mit dem blauen Zeug. Das warst du. Jetzt weiß ich's. Hier, schwarz auf weiß. Du bist Sonic. Nee, warte mal. Du siehst doch genauso aus wie ich. Okay, komm. Wir probieren's nochmal. Lecker Energy. Let's go! Der, wie cool ist das denn, Mann, mit Sonic zu laufen? Yeah, Mann, ist das nice. Alter, jetzt fühle ich mich wenigstens so schnell wie Sonic. Aber können wir uns jetzt auch wieder zurückverwandeln? Weil ich will ja jetzt auch nicht ewig Spider-Sonic sein. Ja, ich glaube... Bro, wo kam das Geräusch denn her? Das kam von tief unten, mein Bester. Ich habe eine Idee. Wenn wir hier durchgehen, wir müssen so einen Checkpoint irgendwie haben. Komm mal her. Und vielleicht kann man jetzt, ich probier's, Charakter zurücksetzen. Ja, alles safe, Bro. Ist brand safe. Okay. Oh, zum Glück, Alter, ich bin wieder normal geworden. So, Storage Room, was ist da drinne? Okay. Warte mal, hier drüben ist ein Ei. Warte, schon wieder? Das ist doch bestimmt ein Skin, oder? Ja, aber der Skin ist echt nicht so cool. Es ist einfach so ein Pilz. Teil, was ist das? Blue Cat? Kennst Digi, du Blue der, Cat? Der sah so ein bisschen so aus wie du, fand ich. Was? Ich glaube wohl, ich habe mich hier verhört. Nein! Also, meinst nicht? Ich? Nein, auf gar keinen Fall. Was meint ihr in den Kommentaren? Moment, ich kann das Teil verschieben. Ah, okay, ich habe es mitgenommen. Siehst du das auch? Ja, hast du es auch? Ja, ich habe die Leiter jetzt selber und ich glaube, wir müssen sie hier an diesen Wendrand stellen. Ja, genau. Und dann kann man hier hoch. Und dann kann man... So, oh, ich kletter hoch. Ich hey, Mann, du bist auf mich raufgesprungen. Mann, es tut mir leid, es tut mir leid. Aber ich sehe, du verschiebst meine Leiter gerade. Na so. Los, komm hoch, okay, Alter. Ja, komm ich hoch. Bin da, alles cool. Oh. Bro, wir sind jetzt in der Kühlkammer. Es ist hier richtig kalt. Und windig, Mann. Oh Gott. Oh mein Gott, das ist schwieriger, als es aussieht. Okay. No. Alter, los. Nicht springen, Junge. Das macht's schlimmer. Jawohl. Yo. Let's go. Alter, das ist alles Teil des Gefängnisses. Die haben ja eine Riesenfabrik hier. Was soll ich sagen? Also dieser Knast, es ist echt schlimm, wie groß der ist. Ja, eigentlich ist das schon gefühlt ein Freizeitpark. Das Skibidi-Toilet-Freizeitpark. Ich würde hingehen. Also, ich würde ehrlich sein. Natürlich. Ja, doch. Ich kann mir das hier auch ganz gut vorstellen. Vor allem, wenn es diesen Energy gibt, wo man dann pups ja. und rupst. Die Soundeffekte, die fehlen natürlich nicht. Die braucht es. So, wo bist du hin? Denno! Hier vorne ist was. Warte mal. Moment. Komm mal her. Man kann hier was aktivieren. Oh.
Oh, nein! Oh, Mann, er muss komplett von vorne laufen. Ich bin gleich da, Leo. Okay, das hier ist Nummer 2. Also anscheinend gibt es 3 Stück von diesen Dingern. Und das dritte müsste oben, glaube ich, sein. Ja, genau, das ist hier oben. Und da kommt dieses blaue Gas raus. 3 Pipelines gibt es da anscheinend. Und wenn wir das jetzt hier noch ausmachen... Easy. Okay, schaffe ich den Sprung? Okay. Schaffst du. Ja, so. Ah, jetzt kommen wir durch. Nice. Nice. Okay, ich habe auch schon das Gefühl, dass wir kurz vorm Ausbruch sind. Also es dauert nicht mehr lange. Das wirkt so gerade, als wäre ich am Nordpol irgendeiner unterirdischen Fabrik. Ich weiß es nicht, was die hier mit uns machen wollen, ey. Ja, den fühle ich. Oh mein Gott, es geht weiter. Es wird jetzt ja immer schlimmer. Jetzt werden wir geschoben, Mann. Ich meine, okay. Oh nein. Spring, oh Gott! Spring! 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 Oh Gott! Oh, es geht weiter! Was? Na los, ich mach mal. Digga, wie schwer ist das denn? Ey, wir sind beide zeitgleich gefallen. Bro, du musst. Guck mal, ich überhol dich ja. Wir laufen nach vorne. Na los! Gute Idee! Guter Tipp, Bruder! Guter Tipp! Es bringt nichts. Ich bin nicht durchgekommen. Na los! Jawohl, ich warte am Ende auf dich. Komm schon! Ja. Jawohl, sehr gut. Nice, come on. Freunde, das war so schwer. Ich glaube, das ist... Weißt du, ich hätte es mir jetzt doch zweimal überlegt, ob ich doch im Gefängnis geblieben wäre. So schwer wie das ist und so oft, wie wir hier draufgegangen sind, das ist schon heftig. Wow. Ey, aber das hier war schon, sehr easy gerade. Oh, opa, okay. Was wartet hier? Was? Oh, guck dir den da hinten an. Nein, das ist... Bro, der lacht mich aus. Da hinten ist der Bazooka, Mann. Oh mein Gott. Da hinten an der Wand, siehst du das? Wir müssen gegen ihn kämpfen. Wir müssen gegen ihn kämpfen, der Toilet Chef. Oh Gott. Yo. Wo ist die Bazooka? Oh nein, Alter, der hat mich mit grünem Zeug angeschmissen. Ey, hör auf damit, Mann. Das ist uncool. Wir müssen die Bazooka nehmen. Nein. Ey, dieser TV von ihm hat so ein Trollface. Du willst auf die Tour, ja? Er hat mich mit Grimace Shake beworfen. Komm schon. Stirb, Toilette. Ich lass mich nicht nochmal in den Knast stecken. Oh mein Gott. Er hat mich gleich. Nein. Er darf mich nicht holen, Freunde. Hast du ihn? Ist er nicht hinter dir her? Jawohl. Er ist ausgeschaltet. Alter, das war richtig schlimm. Das war so schwer. Alter, er hat mich mit Grimace Shake, mit Punika, mit Gönnergy geworfen. Burgern hat er auch, ey. Das war gerade sehr, sehr nervig. Oh, was ist das denn? Ich glaube, wir rutschen hier nämlich runter. Oh mein Gott. Oh, wir sind hier richtig durchgespült. Was ist das? Was war das für ein Geräusch? War das gerade Schwerkraft? Ich glaube, das war Zeitanhalten oder so. Ich will einfach nur hier raus. Exit! Da ist doch der Ausgang, Bro. Oh ja. Entspannt. Das ist cool, dass ein Gefängnis ein Wort... Oh nee! Ey. Hier sind Laser oben! Oh mein Gott! Okay, wer es nicht first try schafft, ist schlecht. Ich bin fast draufgegangen. Na los, komm. Timing. Alter, ist das intensiv. Oh mein Gott, okay, der Letzte. Okay. Ich sehe es, du schaffst es. Okay, du schaffst es. Ja! Komm schon! Jawoll, Mann! Sehr gut! Jetzt gehen wir raus! Komm schon! Bist du dir sicher, dass wir rausgehen? Ich glaube nämlich immer noch nicht. Guck mal raus! Hier! Oh, guck mal! Was ist da? Wir sind wirklich am Nordpol! Alter, was? Wer ist denn der Typ da vorne? Ich sehe gerade auch was. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wir werden es vielleicht auch nie herausfinden. Besser ist es. Lass uns die Metallplanken, die hier oben liegen, einfach mal darauf legen für den Weg. Okay, machen wir das mal. Boah, das ist eine richtig gute Map. Okay, wir müssen uns so den Weg jetzt ebnen. Okay, so. Hält das so? Ja, ich glaube schon, dass das hält, ja. Dann nehmen wir das hier. Wie lustig das einfach aussieht. Okay, damit muss ich jetzt hier rüber und... Nein, es ist runtergefallen. Warte mal. Du kannst den EQ-Move machen. Ich kann die gleiche Planke für... Ja, du kannst rübergehen und dann kannst die Planke darüber legen, genau. Das ist so smart. Let's go. Und was müssen wir jetzt tun? Oh mein Gott, wir haben jetzt den Bosskampf. Das ist der Bosskampf. Titan Speaker Man! Na los! Schieß auf die Arme, Bro! Schieß auf die Arme! Ich versuch's!
Okay, ein Arm ist down. Oh, ich hab ihn besiegt, glaube ich. Ja. Weg ist er. Das war's für dich. Leg dich nicht mit Heidi und Denno an. Wie geil war das denn, Alter? Und das ist eine G-Klasse, oder? Ey, oh, ja, let's go. Boah, das ist der Fluchtwagen. Aber warte, bevor du da einsteigst, da war doch ein Knopf mit dem anderen Ausgang. Ich bin schon eingestiegen, Mann. Ich auch. Und ich bin der Fahrer. Okay, let's go. Let's go. Alter, was für eine Straße. Einfach am Nordpol. Leute, da wisst ihr, wo die Skibbity-Toilets ihre Basis haben. Da bist du ja, Denno. Mensch, Heidi, ich glaube, wir müssen hier oben hoch, denn du wusstest das vielleicht noch nicht, aber ich habe den Ausbruch vorbereitet und ja, holt gleich einen Heli ab. Oha, du hast so GTA 5-Style gemacht. Ja, ja, natürlich, sehr, sehr extra schlau für dich. Diesmal erreichen wir den Helikopter, nicht so wie in GTA 5, ne? Diesmal kriegen wir ihn, ganz sicher. Okay, soweit ich weiß, müsste der Kollege hier oben sein, aber ja, na, der Weg hier ist nicht optimal, Bro. Hast du immer... Okay, das war jetzt ein komisches Geräusch, was ich da vor mir gegeben habe, aber ich bin runtergefallen. Da steht er schon. Achtung. Kollege ist bereit. Komm schnell hoch, Heidi. Du hast nicht mehr viel Zeit, Mann. Moment. Ich bin gleich da. So viel Zeitdruck kann ich nicht. Oh mein Gott. Okay. Hoch mit dir. Wir müssen rein. Los. Die suchen nach uns. Ja, ich gehe rein. Na los. Rein da in den Helikopter. Yes. Oh mein Gott, let's go. Leute, das war's auf jeden Fall mit einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir sind raus aus dem Skibbity-Toilet-Knast. Wir haben es geschafft und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ja. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr natürlich mehr von mir und IDZock sehen wollt, dann einfach Hashtag IDZock in die Kommentare. Kuss, Denno out. Ciao.